Servus zusammen, heute sind wir zu zweit unterwegs. Wir sind auf dem Bioland-Hacktag heute eingeladen. Danke nochmal an Bioland, dass wir da sein dürfen. Das ist eine Online-Veranstaltung, die wird nächste Woche ausgetragen. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht. Im Hintergrund seht ihr schon die ersten Fahnen. Wir nehmen euch heute einfach mal ein bisschen mit und zeigen euch die verschiedenen Maschinen, die es zum Hacken und zum Strickeln im Einsatz gibt. Wie gesagt, leider nur online die Veranstaltung. Im Normalfall wären da heute 300 Leute irgendwie so. Welche Firmen sind vielleicht vertreten? Genau. Da hinten fährt gerade ein Einböck-Striegel, die haben auch noch eine Rollhacke da. Kennt ihr aus meinen Videos, da steht ein Hosch-Striegel, der ist letztes Jahr rausgekommen zur Agritechnica. Dann haben wir von Agrifarm eine Rollhacke und einen Striegel. Die Firma Schmotze ist da, da vorne. Und eine Garford-Hacke. Dann haben wir noch die Leibing-Hacke. Leibing-Hacke, die haben wir im letzten Video schon gesehen. Ziemlich cool, dass wir hier sein dürfen. Auch von meiner Seite vielen Dank an Bioland. Für euch, was interessiert, abgesehen von unserem Vlog hier, erscheinen da wahrscheinlich noch Berichte irgendwo Top Agrar, Bayerisches Wochenblatt, Profi. Also die, wo sich da einlesen wollen, was wir hier machen oder was hier so passiert ist. Jetzt würde ich sagen, filmen einfach mal die Maschine ein bisschen und nehmen euch mit, zeigen euch das Ganze hier mal. Wir haben jetzt hier den Agrifarm-Striegel im Einsatz. Das ist ja für mich jetzt eigentlich die interessanteste Maschine, weil es eben die Alternative zum Treffler- oder Horsch-Striegel bietet. Gibt es ja noch Einberg oder Hatzenbichler oder sowas. Die haben ja alle die starre Feder oben drin. Die haben wir den Federstahl dreimal rumgebogen. Das ist die Feder. Und je nachdem, wie man den Zinken stellt, wie steil, ist dann die Einstellung. Agrifarm-Treffler-Horsch haben wir ja eine Feder. Und je nachdem, wie arg, dass die Feder vorgespannt ist, wird der Druck ausgeübt auf den Zinken hinten am Boden. Und Vorteil ist eben, man kann somit Zinkendrücke von 200 Gramm bis 5-6 Kilo, waren es jetzt beim Hosch, realisieren. Man sieht es jetzt hier, wo der weggefahren ist. Also der Striegel ist hier irgendwo gelaufen, von hier bis hier irgendwie. Da hat es sauber geschafft. Aber hier ist noch nicht ganz so viel passiert. Hat man auf der Aufnahme gesehen, der Striegel ist recht hüpft. Muss natürlich auch dazu sagen, der ist da hinten, wo ich gerade gefilmt habe, relativ zügig gefahren. Aber das soll natürlich trotzdem nicht sein, dass der so das Flattern und Hüpfen anfängt. Auch wenn er ganze Ecke billiger ist als der Treffler. Wahrscheinlich, wissen wir noch nicht. Ja, aber. Und ja, solche Sachen sind dann eben das, wo den Preisunterschied ausmachen, ja.
Was man jetzt hier schon sieht vom Aufbau her, ist die Agrifarm Rollhacke ziemlich ähnlich zu der, wo ich daheim habe, also zu der Einberg Rotaris da. Was man sieht, die sind hier ein bisschen schwächer gebaut, ein bisschen papieriger, was ja nicht zwangsläufig schlecht sein muss, ist dafür einiges leichter, was ich schon gesehen habe. Aber ansonsten vom Aufbau her ist die ziemlich ähnlich wie die Rotaris da. Jetzt sieht im Vergleich zur Agrifarm die Einberg-Rollhacke Rotaris da gesehen, die ich auch daheim habe. Und es liegt wohl an dem Boden einfach, dass der, das ist ein sehr sandiger Boden, ist nass ja. Und man sieht da Einstichlöcher. Und ja, es liegt einfach am Boden, dass die nicht so richtig Dreck schmeißt. Aber was der von Einberg, wo die Maschine vorgestellt hat, gerade auch gesagt hat, Einberg ist die einzige Firma, die explizit Druck auf die Zinken geben kann. Also sie können die Sterne mit bis 900 Kilo, 900 Kilo mit der Hydraulik, also das sind anscheinend die einzigen, die es haben. Und quasi auf die Sterne Druck geben können. Die Konkurrenz hat nur den Federstahl gebogen. Genau. Und Einberg kann da tatsächlich hydraulisch Druck drauf geben. 900 Kilo, so habe ich es jetzt verstanden, oder? 900 Kilo hat er gesagt. Sie können Druck drauf geben, können die anderen nicht. Und ja, das Agrifarm-Gerät, das mag zwar auch einiges billiger sein als das von Einberg. Wenn ich da an meine Böden daheim denke, ist das schon gut, dass wir die Rotaris da haben. Ja, halt auf den Druck ausgelegt, dass du halt nicht mehr Druck geben kannst. Genau. Weil ich muss sagen, schwere Böden daheim. Schwere, weiße Böden teilweise, die ziemlich schnell verkrusten. Und wenn ich schon Geld in die Hand nehme, so eine Roller gekauft, dann kann ich gerade die 1000, 2000 Euro mehr ausgeben und habe dann eine Maschine, die meinen Bodenverhältnissen, Anforderungen entspricht und die dann auch funktioniert. Und nicht. Ja, schnell was kaufen, irgendwas, wo ich dann sage, ja. Gut, ich muss sagen, funktionieren würde die bestimmt auch gut, aber es ist halt bei uns ein Standort. Genau. Wird wahrscheinlich die Einberg ein bisschen besser sein für uns. Das muss jetzt aber nicht heißen, dass auf dem anderen Standort die andere nicht besser ist. Das wäre jetzt natürlich mal interessant zu sehen bei trockenen Bedingungen, auch auf unserem Standort. Vielleicht veranstalten wir auch mal so einen Hack- und Striegeltag. Alles denkbar. Und genau, jetzt ist hier gerade Trefflerstriegel hergefahren. Der Nachfolger von Daniel. Das ist grundsätzlich noch dasselbe, aber er hat vorne, wo die Seile aufgerollt sind, wo die Federn spannen, hat er so Rillen drin, dass die Federn, wenn es entlastet ist, nicht hin und her rutschen. Wir blenden euch gleich mal was ein. Und das ist bei meinem Striegelmenge das Problem. Ich muss ihn zum Abstellen die Federn entlasten, das sollte kein Druck drauf sein. Und dann verrutschen die Federn immer ein bisschen. Und bei mir ist nichts passiert, aber einer meiner Schüler hat mal erzählt, die Federn sind motz verrutscht und dann war der Mechaniker den ganzen Tag da und hat die Federn wieder gerichtet und die Seile, weil die so verhakt ineinander waren, dass der jedes einzelne weggeschraubt hat und wieder neu rein hat. Also die haben daraus gelernt. Ja, also die haben es jetzt weiterentwickelt. Und das schauen wir uns jetzt mal an, würde ich sagen. Schauen wir uns mal an, genau, was der jetzt zu der Maschine zu sagen hat. Das sind jetzt hier die Rillen, wo ich gemeint habe. Und die Welle dreht sich quasi und rollt dann hier die Drähte auf und spannt die Feder somit. Was ich jetzt auch gerade gesehen habe, was Neues. Das sind die Blechle hier und da sind die Federn gleich auch nochmal drin geführt, dass die eben dann mal hin und her rutschen. Normal sagt man, die Federspannung hier beim Abhängen sollte irgendwas zwischen 4 und 5 sein. Und wenn man das halt mal vergisst und dann die Federn hier alle lapidar locker drin hängen, man klappt das Ding zusammen, dann rutschen die alle hier zusammen. Und da haben sie jetzt eben sehr gut entgegengewirkt. Und die Teile, die habt ihr ja auch schon gesehen bei mir. Ich habe es mühevoll selber hingeschraubt, oder wir. Hätten wir auch so kaufen können, aber hätte natürlich auch wieder extra Aufpreis gekostet, das passt schon so. Aber ansonsten ist das hier genau unser Striegel, den wo ihr schon ein paar Mal jetzt gesehen habt. Die Schläuche hier sind ein bisschen schöner verlegt, aber das kann man noch alles optimieren. Das passt schon so, Hauptsache es funktioniert.
Ich habe jetzt hier die Schmotzerhacke angeschaut. Die ist 6 Meter breit, hat einen Reihenabstand von 25 cm, glaube ich, jetzt das hier sehe. Das ist ein richtig edles Teil mit Verschieberahmen und Kamera geführt, also funktioniert echt gut. Unkräuter sind ziemlich treffsicher bekämpft. Zwischen der Reihe eben durchs Raushacken, in der Reihe wird ziemlich viel verschüttet. Also die macht ein richtiges Häufle in die Reihe rein. Wo ich ein wenig den Nachteil drin sehe, ist zum einen teilweise der Preis. Gut, teuer sind die Sachen alle, ob Rollhacke, Strickel oder sonst was. Aber was halt auch, man fährt sehr langsam. Also man sieht es hier, weiß gar nicht, wie schnell das er fährt. Ich dann mal Rollhacke denke, da fahre ich mit 15, 20 über den Acker und bin dann relativ schnell wieder fertig. Und hier, ja, hier ist natürlich die Unkrautbekämpfung besser. Aber ich denke mal, auf unserem Standort, Rollhacke und Trefflerstriegel, ist das eine super Kombination, das funktioniert. Da bringe ich meine Unkräuter in den Griff. Warum brauche ich, oder denke ich aktuell nicht in die Richtung Getreide hacken, weil ich das ab und zu welche fragen, ob ich mir vorstellen könnte, auch mal Getreide zu hacken. Aber trotzdem finde ich es eine coole Sache, funktioniert echt gut. Unkräuter sind wie gesagt kaputt, verschüttet oder rauskackt. Ist dann eher für Problemstandorte, wo man lang mit dem Strickel nicht reinkommt, weil es lang nicht abtrocknet zum Beispiel. Oder dann eben schon auch wie bei uns gleich verkrustet, nachdem es endlich abgetrocknet ist. Ich habe jetzt das wie gesagt mit Rollhacke und Strickel gelöst, aber es wäre die Alternative. Funktioniert auf jeden Fall, aber für mich momentan nichts, weil meine Sämaschine auch noch relativ neu ist. Und da 6 Meter Sämaschine kaufen, man muss ja immer so breit wie man hackt, muss man auch säen. Weil selbst wenn du mit ADK säst, so genau Anschluss fahren ist schwierig. Deswegen wäre dann für mich ja 3 Meter Hacke angebracht wahrscheinlich. Und das, da kommt es ja gar nicht fesche. Drum lang mit der Strickel und die Rollhacke und das funktioniert, damit bin ich glücklich. Trotzdem mal schön, das hier zu sehen, wie das funktioniert. Vielleicht für später irgendwann, wenn ich mit Unkräuter noch mehr Probleme kriege und das nicht mehr in den Griff bekomme.